Meine Bogen sind vielleicht nicht so hochwertig wie die von Meister Eilen, aber viele Schemlen würden alles dafür geben, einen von ihnen zu besitzen. Es gibt Holz, das bei richtiger Verarbeitung hart wie Stahl, aber viel leichter ist. Es heißt Eisenborke und wächst nur in diesem Wald. Wegen der bevorstehenden Schlacht fehlt uns die Zeit, im Wald danach zu suchen. Deshalb werde ich jahrelang keine unserer herausragendsten Arbeiten anfertigen können. Das ist wirklich schade. Aber egal, das ist nicht euer Problem, sondern meines. Also, wie kann ich euch helfen? Toll. Dara Shiral, mögen die Schöpfer ein glückliches Schicksal für euch bereiten. Ach, sag mal, der könnte noch Rundumschläge für mich haben. Wir arbeiten ja, hart, um genügend Ausrüstung für... Ich bin kein Händler, aber ich bin... Alles kaufen. Handbuchform. Daltanan. Das macht drei. Darmisan. Verletzungsausrüstung, nehme ich auch mal drei Stück mit Kanishan. Seelenfresserbombe. Okay. Wo ist denn jetzt eigentlich die Heulsuse? Da. Jetzt, wo der Wald wieder sicher ist, kann ich endlich auf die Jagd nach meinem eigenen Fell gehen. Dann wird Gaynor mir gehören. Karte, Taktik, Gruppe wechseln. Nee. Taktik. Alistair selbst beliebig. Und mindestens zwei Gegner umgeben. Alistair nicht. Heilung. Dann das. Krieg ich denn hier jetzt? Na ja, komm. Bevor ich da noch was kaputt mache. Elfenkind, Gaynor. Wir schulden euch großen Dank für alles, was ihr für uns getan habt. Ohne euch müsste unser Clan jetzt um noch viel mehr Jäger trauern. Ja. Elfenwurzel nehme ich auch mal mit. Dann heißt es auf zu den... Ja, wohin auf? Ich habe keinen Plan. Und wieso lädt es? Ihr seid der graue Wächter, der den Fluch gebrochen hat. Ich verlange zu erfahren, was mit den Werwölfen geschehen ist. Wo sind sie? Sie sind keine Werwölfe mehr. Der Fluch wurde aufgehoben. Das macht keinen Unterschied. Diese Ungeheuer haben meinen Mann ermordet und viele meines Clans. Das Blut der Dalish klebt an ihren Händen. Wenn sie wieder Menschen sind, wird es nur umso einfacher sein, Rache für ihre Verbrechen zu nehmen. Sagt mir, wo sie sind. Ebenfalls Rache. Ihr seht ja, wohin es das geführt hat. Ich werde es euch nicht sagen. Sie sind nirgendwo. Ich habe sie erschlagen. Seine Rache war gerecht. Wenn ich ihr Blut nicht bekomme, dann hole ich mir eures. Im Namen des Gottes der Rache, Elgahan, verlange ich Gerechtigkeit. Gleich werden wir... Was? Ups. Was soll das denn jetzt? Was ist das denn für eine Scheiße? Sack.
ja. So viel dazu. Das hat die nun von dir, Arata. Ach ja. Ich kann mal nur so dumm sein. Egal. Das hast du verdient, mein Freund. Moment mal. Wieso bin ich denn schon wieder hier? Oder? Natürlich. Jetzt kann Liliana endlich einen Bogen führen. Einen Bogen. Bogen, Bogen, Bogen. Und ich habe keine Pfeile. La, 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 la. So. Toll. Wieso bin ich wieder nach hier gegangen? Was ist da? Schwarzbär. Gut, okay, der kann mir gestorben bleiben. Interessiert mich nicht. Böser Bär. Sehr schön. Böser Winnie-Pooh. Schwarzbär, ja. Komm, weißt du, die restlichen wollen auch kämpfen. Das sieht man denen doch schon an. Großer Bär. Direkt in den Ort. Zack. Einfach und schnell. Sowie tödlich. Nicht zu vergessen. So, nehme ich Elfenwurzel hier noch mit. Ja. Zurück ins Lager der Dalish. So viel Wald. Ach ja. Fenharal. Diese Statue ist Fenharal, der Wolfsgott. Ja. Lenaya. Das sind wahrscheinlich all die anderen Götter von denen. Soweit ich weiß, werden wir uns eurem Kampf anschließen, sobald sich die Jäger wieder erholt haben. Ich freue mich darauf. Ja, freu dich mal lieber nicht so darauf. Das ist kein schöner Anblick. Ihr seid also eine Frau, Liliana, nicht wahr? Ach ja? Gut zu wissen. Wann ist das denn passiert? Ich möchte nur euren Rat. Was soll ich tun, wenn ich eine Frau für etwas Besonderes halte und... Ihr wollt sie umwerben? Kleiner Ratschlag am Rande. Stellt ihre Weiblichkeit nicht in Frage. Das leuchtet ein, ja. Guter Ratschlag. Warum fragt ihr? Befürchtet ihr, dass sich die Dinge nicht normal entwickeln? Warum sollten sie auch? Immerhin frage ich Frauen, ob sie Frauen sind. Das macht euch noch charmanter, Alistair. Ihr seid unsicher. Dadurch wirkt ihr anziehend. Ich soll also unsicher sein?
Aber ihr sagtet doch gerade noch, dass ich so etwas nicht tun soll. Tja. Seid einfach ihr selbst. Ihr wisst doch, wie das geht, oder? Schon gut. Vergesst, was ich gefragt habe. Ach ja. Wen könnte der wohl dazu gemeint haben? Ah. Suchapos. Ja, wo gehe ich hin? Was ist dieses Totenkopf? Ach, Totenkopf ist Slothering. Da war die Ruine. Dann gehe ich zum Frostgipfelgebirge, zu den Zwergen. Haben wir jetzt schon zumindest zwei Armeen haben wir jetzt zusammen, und zwar Magier und Elfen. Ist doch schon mal was Schönes, oder? Blub, blub, blub. Und wir haben es sogar geschafft, ohne auch nur irgendeinen Kampf zu bekommen. Lass mal die Aussicht genießen. Na gut.